Normalerweise sieht man nicht, dass ein Hunde- und Katzenrettungsdienst einen Fuchs rettet. Ich bin sicher, das passiert öfter als gedacht. Aber in dem Moment, wo diese Tiere zur Wildtierverwaltung gebracht werden, wird den Leuten gesagt, dass, weil das Tier nicht legal gejagt werden kann, es keinen Sinn hat, teure Behandlungen durchzuführen. Und all das, wenn sie freigelassen werden und wahrscheinlich erschossen werden. Damit ist die Geschichte zu Ende. Aber lassen wir das mal anders angehen. In dem Moment, als wir diese ersten Bilder erhielten, wussten wir, dass wir handeln mussten. Schaut euch diese an. Das sind die ersten Bilder, die wir erhielten, als Foxy gerettet wurde. Und das ist ein Update zu ihrem Zustand. Viel Spaß. Nun, hier sind wir wieder bei Foxys Untersuchung in der Nido-Klinik. Jetzt wird Nello sehen, wie viel Gewicht du zugenommen hast. Das ist unglaublich. A ver qué te parece. ¡Uy! Vamos o no, ¿Luigi? ¿Ya? Sie ist wirklich wunderschön, oder? Sie steht gut, nicht wahr? Ja, ich habe bemerkt, dass sie jetzt viel besser Gewicht darauf legt. Mal sehen, wenn wir etwas Glück haben. Sollen wir dich mal anschauen? Da ist ein schöner Schwielen. Super. Sie hat jetzt überall Gefühl. In den Zehen. Die verlangen. Ja. Ja. Sowohl innen als auch außen. Das hatte sie vorher nicht. Nein, die Angst, dass sie lahm wird, war wegen eines neurologischen Problems, da sie kein Gefühl hatte. Aber jetzt geht es ihr gut. Wir können es kaum erwarten, dass sie Spaß hat.
An den Beinen, die sie nicht benutzt hat, waren die Krallen länger. Ich habe sie gekürzt, aber jetzt sind sie ziemlich ähnlich wie die anderen, was bedeutet, dass sie das Bein mehr benutzt hat. Die Röntgenbilder sehen gut aus. Hast du sie gesehen? Können wir sie zusammen anschauen? Ja. Wir können sehen, dass nahe an der Platte Verknöcherung passiert. Die Ulna zusammen mit dem Radius hat auch eine Synostose gebildet. Das sind alles super positive Neuigkeiten. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wann sie ins Tierheim gehen wird. Sie warten dort schon auf sie. Sie ist größer geworden, oder? Sie sieht aus wie ein anderes Tier. Schau mal, wer dich besuchen kommt, Foxy. Sie nimmt zu, sie war unterernährt. Echt dünn war sie, oder? Dank Magda und Romain konnten wir sie von dem Unfall retten, den sie hatte. Aber sie hat keine Angst? Nun, sie ist jetzt seit ungefähr 5 Monaten bei uns. Lässt sie sich anfassen? Ja, sie lässt sich anfassen. Sie ist sozialisiert. Es war eine Zusammenarbeit mit Let's Adopt, dank Magda und Roman, die sie zu uns gebracht haben. Das ist der wichtigste Teil, wenn man so einen kleinen Fuchs wie sie sieht und sich entscheidet, sie zu retten. Sie ist jetzt ungefähr 1 Jahr alt. Das Problem ist, dass wir sie leider nicht zurück in ihren natürlichen Lebensraum entlassen können, wo sie normalerweise leben. Denn es besteht das Risiko, dass sie den gleichen Unfall noch einmal erleidet. Deshalb hat Let's Adopt ein Schutzgebiet für sie gefunden, wo sie wunderbar leben kann, ohne die Gefahr, erneut angegriffen zu werden. Sie können ihren Fall auf dem YouTube-Kanal verfolgen. Dort werden Sie sehen, wie sie im wilden Wald in Katalonien eingeführt wird. Schau dir an, was wir alles für dich getan haben. Du hast hier deine Familie, Magda und Roman, die dein Leben gerettet haben. Tolle Arbeit. Was ihr getan habt, ist wirklich unglaublich. Roman erklärt mir, wie er sie retten konnte. Super, sie ist jetzt gechippt. In ein paar Tagen. Sie wird bald ins Wild Forest Sanctuary ziehen. Wir sind jetzt zu Hause, aber das ist nur vorübergehend. Casa temporal, Okay.
Casa Temporal. Ihr habt gesehen, dass es Foxy gut geht. Beim nächsten Mal, wenn ihr sie seht, wird sie in ein schönes Schutzgebiet gebracht, wo sie ein wunderbares Leben mit anderen Füchsen haben wird. Macht euch darauf gefasst. Es wird schön werden. In der Zwischenzeit danke ich euch. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr Teil unserer Rettung seid. Ohne euch wären diese Operationen und all die Behandlungen nicht möglich gewesen. Deshalb bitte ich euch in jedem Video darum, schließt euch uns an, tragt etwas bei, seid Teil dieser Rettung, bitte. Wenn ihr heute unserer Unterstützungsgruppe auf Patreon beitreten könnt, danke ich euch.